Fette Grüße und herzlich willkommen hier bei Hot O Gaming. Heute wieder mit Shield War. Und zwar probieren wir das Ganze einfach mal als Gallia durchzuspielen. Wenn wir schon dabei sind, ne, werden wir einfach mal Gallia sein. Mal nicht die Römer, sondern die lieben Gallier. Schauen wir mal und hauen einfach rein, oder? Los geht's. Und hier bin ich, Asterix-Style. Los geht's. Erstmal ein paar Truppen anheuern. Und auf geht's in den Kampf, oder? Oh, wir haben keine Verteidiger eingebaut. Aber hey, da müssen wir erstmal durch. Irgendwie höre ich den Spielsound nicht. Man hört auch nur ein paar Vögelchen zwitschern. Und wie bereits erwähnt, gibt es hier eine Map. Und da kommen sie auch schon. Kämpft, Männer, kämpft. Oh. Hilfe, 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 Hilfe. Tja, das war nicht so prickelnd. Jetzt klopfen sie auch noch an unsere Tür. Gott sei Dank kann ich respawnen. 1, 2, 3, 4 Defender. Den Rest Attack. Ja, ich komme hier nicht raus. Damit geben wir dem Grünen natürlich wahnsinnig viel Zeit, sich da auszubreiten. Das war ein schlechter Move von mir. Die kosten die immer noch 200, okay. Wir sind auf dem letzten Platz, was die Punkte angeht. Das war bis jetzt noch nicht so der traumhafte Start. Zudem wird noch im Hintergrund, man hört es durchs Klopfen, eine Reparatur. So, die Standarte haben wir geholt. Der Grüne ist hier. Wir locken ihn mal weg da von seinen eigenen Flaggennähe. Die Flaggennähe ist nicht gut. Er rennt nicht hinterher. Er rennt nicht hinterher. Bleibt der an der Fahne stehen, oder was? Der steht tatsächlich an der Fahne. Jetzt rennt er los. Wahrscheinlich wird er von der anderen Seite angegriffen. Das nützen wir einfach schamlos aus. Und schnappen uns diese Fahne, wobei er sich, wie es ausschaut, meine andere Fahne schnappt. Also ist der Vorteil relativ begrenzt. Wir derweil können hier das Limit der Männer hochsetzen. Und das Maximum der Männer losgehen. Aber ich denke, es wäre am besten, wenn wir so rumlaufen. Weil wenn der in Richtung meiner Burg geht, beziehungsweise mein... Ja. Dann wäre das nicht so prickelnd. So kann ich immer noch so rumlaufen und ihn da abholen. Der hat sich also die Fahne B geschnappt. Wir haben ihm F weggenommen. Das ist anscheinend nur fair. So. Wer hier auf Dauer drei Fahnen hat, gewinnt.
oder erobert einfach schnell Gegner seine Burg. Kann man immer machen, wenn die zwei im Clinch sind irgendwie, dann geht sowas relativ fix. Ich drücke immer Q, weil ich es gewohnt bin, schneller zu laufen damit. Von anderen Spielen und komme dann immer in dieses Menü rein. Von der Standarte, aber da können wir wahrscheinlich noch nichts machen. So, jetzt laufen wir auf gut Glück zu dieser Fahne hier. Und damit dürfte Blau hinüber sein, oder? Damit dürfte Blau hinüber sein. So wie das ausschaut. Damit dürfte Blau das Zeitliche gesegnet haben und wir können uns mit Grün rumprügeln. Nein, Blau hat es doch nochmal geschafft, zurückzukommen. Ah, in einem echt ungünstigen Augenblick. Kämpft, Männer, kämpft, gibt ihnen Saures. Das war nicht gut. Ich habe gedacht, das ist Grün und der Blaue ist hinfort. Aber nein, so schaut es dann nicht aus. Der Blaue war doch noch da. Nein. Was uns natürlich die Möglichkeit gibt, jetzt hier unsere Soldaten abzudaten. Punkt A wird angegriffen, das heißt, meine Burg wird angegriffen, wahrscheinlich vom Grünen. Das heißt, wir stehen gleich ohne Burg da. Das ist nicht schön. Aber man sieht es zumindest, was ich ganz gut finde. Aber wenn der Grüne da hinten bei meiner Burg rumrennt, dann tun wir ihm das gleich und rennen zu seiner Burg, oder? Gleich haben wir gar keine Punkte mehr, wenn es alles so angegriffen wird, wie es hier angezeigt. Zerschlagt das Tor, Männer! Was macht meine Standarte? Habe ich schon Punkte? Nein, ich kann noch keine Punkte verteilen. So. Das war wieder hier ein Austausch von Festungen. Ich habe A abgegeben, habe dafür, ich glaube C ist es, schau mal auf der Map. Ja, C erobert. F wird angegriffen. F wurde eingenommen. So, und was macht Standarte? Haben wir immer noch nichts gewonnen? Was ich unbedingt brauche hier sind Speere. Ich habe ja komplett das vernachlässigt.
C wird angegriffen, das heißt, mein Vor wird angegriffen. Das ist nicht schön. Lauft, Männer, folgt mir. So, aber ich kann Männer nachholen hier. Das war wichtig. So, Standarte hat einen Punkt dazu gekriegt. Das ist schon mal gut. Was brauchen wir hier? Was bringt das? Heal per second. Damage. Damage. Wir brauchen Damage. Movement Speed. Aha, Movement Speed kann man hier noch hochziehen. Auch sehr interessant. Da kommt der Grüne auch schon. So gut beraten mit, mich hier anzugreifen. Ne? Das war nicht so clever vom Grünen. Der hat jetzt auch nur noch seine Burg. Blau holt derweil auf. Was? Die schlagen sich da vorne um die Burg, das heißt für mich hier lang. Running Speed erhöhen, ist alles klar. Movement Speed erhöht, erhöhen wir gerne. Hier holen wir uns die zweiten Speere. Und wenn die sich da hinten schlagen, ich hoffe Blau gewinnt, dann sind wir den Grünen los. Ah, da kommt natürlich hier. Folgt er mir nach? Nee, ist nicht nachgekommen. Doch, er kommt nach. D wird erobert wahrscheinlich gerade vom Grünen. Wieso respawn? Wir sind gerade jetzt dead. Das ist ganz gut. Wir graden uns ab, wir werden immer besser. Und erobern Flaggen, was wichtig ist fürs Cash. Und Cash heißt gewinnen. Jetzt müssen auch mal die Gallier gewinnen, oder? Ist doch klar. So, da haben wir die Fahne geholt. Der Blaue rennt dahinter. Wo ist der Grüne unterwegs?
Aha, das war die Frage. Den Grünen haben wir gefunden. Der hat sich versteckt im Wald. Mit perfekter Tarnung. Dank seiner Farbe. Kämpft, Männer, kämpft. Blau hat sich die andere geholt. Was schaut... Wir haben Punkte zu verteilen, das heißt, wir holen uns Damage, oder? Heal per Second oder Damage? Damage, Damage. Passt. Da hinten rennt der Blaue raus. Punkt B. Okay, das heißt, der Grüne will es wirklich wissen. Der ist hier. Blau ist damit an F. Das heißt, wir können uns die Fahne hier nehmen. Nämlich D. Die sollen sich mehr untereinander bekriegen und mich in Ruhe lassen. Meal Damage, Movement Speed. Hiring Costs. Hiring Costs runter ist natürlich auch cool. Billiger Truppen kriegen. Gehen wir mal da lang, mal schauen, was da passiert. Blaue hat sich F geholt, Grün hat sich B geholt. Hier ist frei. Frage ist, wo er hingelaufen ist. Ist er zu meinem Lager gelaufen, hat sich das geholt? Oder läuft er nach hinten? So, wir gehen hier Respawn Time der Standarte runtersetzen. Macht Sicherheit Sinn. Und die schlagen sich hier. Das ist ganz gut. Sollen die sich da mal schlagen? Wenn Blau gewinnt, was ich davon ausgehe, dann respawnt er hier. Ja, genau. Und probiert's bei mir. Und da kommt auch noch der Blaue. Aber an der Fahne zu kämpfen mit jemandem ist nie besonders clever. Standarte. Alles klar. Und da kommt der Grüne noch. Na super, also. So. Immer noch keine Experience-Punkte, okay. Jetzt haben wir einige von denen weggehauen.
Solange wir drei haben und die anderen nur zwei oder einen, ist alles in Ordnung. Dann ist die Welt in Ordnung. Dann gewinnen wir über Zeit. Zwar kein Speedrun, aber über Zeit. Sollen wir es wagen? Sollen wir es wagen? Was haben wir hier noch? Das Horn? Gut, wir sind jetzt hier. Wagen wir einen Angriff auf Grün? Wir wagen einen Angriff auf Grün. Männer, lauft! Oh, der ist gerade da wieder. Wieder gespawnt quasi. Das war nicht clever. Das war nicht clever. Das haben wir nicht gut hingekriegt. Das war schlechtes Timing. Wir hätten auf den Blauen losgehen sollen eigentlich. Der hat sich mit dem Grünen gehauen. Der Grüne hat verloren. Der Blaue wäre geschwächt gewesen, war aber an der Fahne. An der Fahne, die Leute, die sie bekämpfen, ist immer schwer. Deshalb ist es auch so schwer, diese... Oh, oh. Das heißt, der Blaue bekämpft den Grünen in seinem Heimatfort. Das ist okay. Jetzt sind wir von kohletechnisch hier voll ausgelastet. Jetzt geht es nur noch über die Experience Points der Standarte, sich zu verbessern. Der Blaue hat eben das Grüne voreingenommen. Okay, das heißt, wenn wir ihm hier die Fahne jetzt wegnehmen, dann wäre das mal eine gute Sache. Er rennt los und will mir B wegnehmen. Das könnte jetzt eine günstige Gelegenheit sein, hinter seinem Rücken sich in das Fort einzuschleichen, wo ganz sicher noch nicht die Türen repariert sind. Und ihm das Fort günstig abzunehmen. Günstig das vorabgenommen. Und jetzt kann ich mit Control und 2 meine Leute gegen die Defender tauschen. Er steht da vorne. Weiß nicht genau, was er machen soll. Schnappen wir uns hier die Fahne, weil er wird ganz sicher die andere Fahne klauen wollen, die D. Genau das macht er auch. Der hat zu billig das vorweggenommen, das zu billig das vorhergegeben, was er dem Grünen weggenommen hat. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Dass er den Grünen kaputt gemacht hat, das war sehr schön. Na komm, wann kann ich denn Leute holen hier? Hallo, ich bin doch schon in der Fahne dran.
Das Problem ist natürlich, dadurch, dass ich so viele Defender habe, habe ich auch weniger Truppen zum Kämpfen, ne? Ja, super, also das Left Shift habe ich vorhin vergessen. Wir könnten uns eventuell versuchen, die Fahne D zu holen auf die Schnelle. Ah, nee, wird nicht hinhauen. Da ist er bereits mit seinen Mannen. Füllen wir derweil auf Maximum auf, mal schauen, was er macht. Noch 5 Minuten. Also Overtime sollten wir es gewinnen, wenn wir nicht zu grobe Fehler machen. Er holt sich F. Er greift also die Fahne F hinten an. Wir holen uns derweil D, das ist okay. Das ist ein Austausch. Das können wir machen. Aha. Ja, an der Fahne zu kämpfen ist immer scheiße. Ist immer gut. Den anderen an der Fahne zu bekämpfen ist immer scheiße. Die Frage ist, an welcher Fahne er jetzt respawned ist. Hier, okay. Ich sehe ihn, ich kann warten. Ich habe 4 Punkte, er hat 2 Punkte besetzt. Ich kann warten. Er versucht tatsächlich in Richtung meiner Burg zu gehen. Das wird ihn die Fahne kosten hier. Die Frage ist jetzt, schnappt er sich wirklich, will er sich meine Burg schnappen? Ja, das will er. Er ist dort und kriegt das schon richtig auf die Nuss. Das ist okay. Nein, nein, warum bin ich hier? Nein! Bin wieder gestorben. Ich bin wieder gestorben. Macht aber nächstes eine Minute noch, also to go. Das ist überhaupt kein Thema. Wir werden das über Zeit gewinnen, das Spiel. Zwar mit großem Abstand, aber doch nur über Zeit, also kein Speedrun. Macht nichts, wir haben zum ersten Mal die Gallia gespielt, das ist okay. In 50 Sekunden ist vorbei. Meine Männer fighten anstatt immer noch da an der Burg. Wir werden das Time Limit reachen. Aha.
D und F ist umkämpft. Wie konnte der sich aufteilen? Konnte er nicht, aber wir haben gewonnen. Das Spiel ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Fette Grüße, euer Hotto. Ciao.